Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es wieder um dieses Schiff. AIDA Nova. Der Neubau von AIDA Cruises, und zwar, ja, die meistgestellteste Frage akut ist, wann und wo wird das Schiff getauft? Ich bin ja jetzt schon ein paar Mal wieder angegangen worden. Ich wäre ein Idiot, ich wäre total blöd. Am 1.12. in Hamburg ist die Taufe. Ich habe vehement bestritten, dass die in Hamburg getauft wird. Weder am 1.12. noch an irgendeinem anderen Tag. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, ich muss mich selber loben. Sie wird natürlich nicht in Hamburg getauft. Und das freut mich sogar, weil ich recht behalten habe. Ja, das Schiff wird in Papenburg getauft, im Werftbecken der Meyer Werft. Da, wo es gebaut wird. Und zwar findet das Ganze am 31. August 2018 statt. Und ja, das ist ja an sich schon ein geiles Event. Aber bei diesem Event wird es noch ein Event geben. Und da kommt ein richtig cooler Typ, der ist so, ja, so, ja, ein bisschen cooler als ich noch sogar. Der ist, ja, ich würde sagen, es ist der angesagteste DJ weltweit. David Guetta wird ein Open-Air-Konzert spielen. Für AIDA Nova, für euch, für die Gäste der Taufe wird David Guetta im Übrigen auch das einzige Open Air in 2018 in Deutschland spielen. Ja, das wird eine richtig fette Sause. Das wird richtig geil, glaube ich. Wie gesagt, am 31. August ist die Taufe bei der Meyer Werft, vor der Meyer Werft. Das Schiff liegt im Werftbecken. Meyer Werft Tor 1, da liegt das Schiff. Ja, und es wird eine richtig super geile Taufe. Ich weiß jetzt allerdings immer noch nicht wann, sondern wer das Schiff tauft. Also David Guetta ist nicht die Taufpatin und auch nicht der Taufpate. Das ist noch offen, das wird wohl später verkündet. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wann wird AIDA Nova getauft und wo wird sie getauft. 31. August 2018 in Papenburg bei der Meyer Werft. Und das ganze Event, ja, es wird verkauft, man kann das offen besuchen gehen, muss es allerdings bezahlen. Der Start des Verkaufs ist am 9. März, das heißt in 3 Tagen, am Freitag könnt ihr Karten kaufen. Die Karten gibt es auf aida.de oder bei eventim.de. Ab Freitag 10 Uhr sind die Karten buchbar, kostet 35 Euro pro Karte. Hier steht, ja, bei nordwestticket.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen kann man es auch noch kaufen. Ja, auf jeden Fall super geil. Ich freue mich extrem drauf. Wird bestimmt eine super geile Taufe. David Guetta ist ein extrem cooler Typ, macht eine richtig gute Musik. Ja, ich freue mich auf AIDA Nova, ich freue mich auf die Taufe und auf den Star-DJ David Guetta. 31. August, Papenburger Meyer Werft. Ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Die Meyer Werft, die baut ja jetzt schon seit ein paar Tagen Schiffe für AIDA und in meinen Augen total konsequent, dass sie das machen. Hier steht, wir wollen die Begeisterung für unser erstes Schiff einer ganz neuen AIDA-Generation mit möglichst vielen Menschen teilen und freuen uns auf ein einmaliges AIDA Open Air mit 25.000 Gästen. Gleichzeitig bedanken wir uns mit der ersten Taufe eines Kreuzfahrtschiffes in Papenburg seit mehr als 20 Jahren bei der Meyer Werft und den vielen tausend Menschen, die dazu beigetragen haben, dass mit AIDA Nova bereits das 8. Kreuzfahrtschiff an der Ems entsteht. Ja, extrem geile Sache. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, 31.8. ist die Taufe in Papenburg. Ihr könnt ab 9. März die Tickets kaufen. David Guetta wird da richtig geile Party machen. Und ja, 31.8. geht's los. Kauft euch die Tickets am 9. März und dann, ja, vielleicht sehen wir uns sogar dort. Macht's gut, bis dann. Ciao.